Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Immer noch Stahlbarren, auf die wir mitnehmen müssen. Billy. Ja. Das war's dann leider. Nichts hier. Okay. Na gut, du kannst natürlich auch wieder gehen. Oh, hat sie bis auf einen alle zerlegt schon? Nee, doch, die rennen einfach nur hier rum. Die Energiezellen nehme ich mal mit, obwohl ich noch nicht genau weiß, ob und wie ich die benutzen werde. Ja, komm. Schaden kann es nicht. Drogen. So, und ihr patrouilliert jetzt ein bisschen durch die Gegend. Das ist schön, da fühle ich mich direkt viel sicherer. Weiter geht's. Wir haben noch eine Menge Stahlbarren zu finden. Da hinten wären zum Beispiel, weiß nicht, ein oder zwei davon. Ah, cool, eine Haarklammer. Das lohnt sich doch. Ach, hier hätte ich auch raus können, sehe ich gerade. So, danke, danke. Danke, danke. Ich finde es lustig, wenn man denen das auszieht, dass sie dann mehr anhaben als vorher. Durch diese Unterwäsche. Plant. Aha. Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Gibt es da auch Stahlbarren? Hm. Na komm, dann. Obwohl ich mir ums Gewicht im Moment ja echt keine Sorgen machen müsste. Haben wir zumindest mal eine voll ausgebaute, ja, voll auf voll reparierte Ausrüstung, das meinte ich. Hm. War ich denn hier schon? Knarz. Ist den gerade zerlegt? Warum? Ich glaube, Gegner müssten hier dürften keine mehr da sein. Scheinbar doch. Ja. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Ein bisschen Freude, das wünsche ich mir. Das ist ja überhaupt nicht gesichert, du Hehl. Gut, da oben war ich schon. Ja, ich glaube, ich gehe da mal in dieses Kraftwerk rein. Und die Kanalisation? Hm. Na, siehst mal, wie gesichert das ist, ne? Dann wissen wir schon mal, was dich zerlegt hat. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Dann kann ich da drin mal noch gucken, was ich da noch an Altmetall finde. Und der Rest muss halt dann hier draußen irgendwo sein. So. Clipboard. Bücher. Spind ist leider leer. Ah ja. Könnte aber mal das Waschbecken hier benutzen. Okay. Das machen wir dann später. Dankeschön dafür. Oh. Moment, ich werde hier gerade noch ein bisschen hacken. Zack. Zack. Wie viel sind das überhaupt? Da ist ja noch was mit Klammern. Erlaubnis aufgefüllt. Bombe entfernt. Ja, ich glaube, das haben wir so fast schon alle. Jawohl. Okay, dann haben wir tatsächlich alle schon weg.
Okay, also wenn da kein Zugang steht, dann haben wir alle viel oder alle falschen Wörter schon mal rausgeholt. Aktivieren wir das Ganze mal und neu. Und Information. Okay. Du kannst da trotzdem mal weg. Nö. Baseball spielen muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay. Meinst du? Na dann werden wir euch mal zerlegen. Genau, du bist jetzt auf meiner Seite. Hoffe ich zumindest. Na, nicht so ganz, wie es scheint. So, ich glaube, es wird wirklich langsam Zeit für ein Red Away. Ah, guck mal, wie gesagt, hier sind halt auch noch einige Stahlbarren drin. Aua. Ich dachte, wir wären Freunde. Arsch. Terminal. So, da, das war, glaube ich, dass die halt hier in die Fabrik neue Protektons oder überhaupt mal Protektons reingekriegt haben. Ja, eben um halt die menschlichen Arbeiter irgendwann zu ersetzen. Und der Vorarbeiter hatte irgendwie versucht, dem noch entgegenzuwirken, wurde aber dann im Endeffekt doch ein wenig zerlegt. Wie gesagt, wenn ihr euch die Geschichte durchlesen könnt, wollt, könnt ihr das gerne machen. Wieder ein Stimpack gefunden. Ich glaube, die konnte ich ja auch nicht behalten, oder? So, damit hätten wir dann Strahlenkrankheit. Na du? Wundert mich gerade, dass es mit dem Schleichen gerade so gut funktioniert hat. Ab und zu geht's ja echt mal ganz gut. So, deine Haarklammer hätte ich gerne. Was hast du dabei? Ein Hammer. Warte mal, die könnten wir, glaube ich, ganz gut mit Granaten auslöschen. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann haue ich mir gerade noch ein... Wie viel Red Away haben wir? 4 Stück. Ist auch nicht so unbedingt viel. So, Splittergranate. Ich speichere ab. Ich hoffe mal, dass der die jetzt auch so wirft, wie ich mir das vorstelle. Ja, tut er. Gut. Der frisst weiter. Naja. Wenn er denn meint. Immer noch. Das hat den wohl nicht großartig gestört. Na dann, Segen. Ah, stimmt, genau. Das gab ja einen kleinen Bug, wenn man die benutzt, dass die dann verschwindet, die Waffe. So, danke für die Haarklammer. Was hast du? Menschenfleisch. Na, nicht unbedingt. So, hier gäbe es auch noch ein Sturmgewehr. Ach, da ist auch die Waffe wieder. Gut. Wahrscheinlich je nachdem, welchen Winkel man guckt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt ein wenig verbuggt, das Ganze.
So, Feinde in der Nähe. Hm, schade. Ich würde das gerne entschärfen, genau. Haben sie den armen Roboter entsorgt. So, Buff-Out nehme ich mal noch mit. Schaden kann es nicht. Und deine Haarklammer schadet auch nicht. Okay. Da sind aber, glaube ich, echt nur kaputte Roboter drin. Ja. Naja, Knarz, Knarz. Ist ja in Ordnung. Matsch, Matsch. Macht ihr mal. Hep. So, ah, hier gibt es auch noch einiges an Right Away. Das ist gut. Haben wir echt nicht viel gefunden. Von dem Zeug bisher. Ah, Red X nehme ich auch nochmal mit. Granaten, Kiste. Gerade die zwei, die wir benutzt haben. Ja, Whisky. Den könnten wir mal rauslassen, den Roboter. So, anfangen. Zack. Das kann weg, das kann weg. Das ist aber echt nicht schwer, die hier so rauszu... oder auszumachen, die ganzen Klammern. Bombe entfernt, jetzt haben wir, glaube ich, alles weg, oder? Ja. Bis auf das. Okay. Führe mal deine Wartungsroutine aus, mein kleiner Freund. Schade, keine Barren da drin. Da hat man noch einen nicht so netten Kollegen. Du altes Scheusal. Ach, geh doch nicht um die Ecke. Frech. Nein! Doch. Okay. Die Herren. Einmal. Zweimal. Ich glaube, den werden wir auch schon zerlegen, indem wir ihm einfach in die Schulter schießen, ja. Okay. Baseball. Nö. Nö. Flammenwerfer auch nicht unbedingt. Ach, ich glaube, ihr habt aber ja ordentlich aufgeräumt, oder? Kann das sein? Scheusal, warte mal, den Wilden würde ich mir noch gerne anschauen. Der hat ja immer noch ein bisschen Munition dabei. Ich glaube, den Brennstoff hätten wir theoretisch auch mitnehmen können. Ach, guck mal hier. Barren. Kann man abschirmen, okay. Nö, nö, nö. Hat da irgendwas aufgenommen, was ich eigentlich nicht mitnehmen wollte. Das dürfte jetzt aber gewesen sein. Wieder ein kleiner Abstecher, der sich gelohnt hat. Weil es gab Barren. Weil es Barren gab, so. Wollen ja auch hier anständig grammatische Sätze bilden. Verzeihung. Okidoki. Ist da eigentlich was drin? Oh, eine Coca-Cola. Auch nicht verkehrt. So,
dann gehen wir doch mal hier weiter. Dort wäre eine verschlossene Tür. Gib mir mal bitte die Haarklammer. Hi. Das Waffenwechseln dauert meistens halt relativ lange. Ja, ich habe aber echt nicht mehr viel Schuss dafür. So. Es ist größer, als ich das in Erinnerung hatte hier, aber das lohnt sich. Guck mal. Jede Menge Zeug zu mitnehmen. Jede Menge Barren. Hammer, Schraubenschlüssel, Zigaretten. Nö, Red X nehme ich mal noch mit. Ich glaube ja, hier war das mit dem Vorarbeiter. Das hatten wir ja schon. Genau, die persönlichen Einträge. Genau, und da steht halt jetzt drin, dass er halt eben sich versucht hat, für die Männer einzusetzen oder halt irgendwie halt versucht hat, das Ganze zu deeskalieren. Und am Schluss sind halt die Protektrons ein wenig durchgedreht. Und er hat sich hier drin eingeschlossen, hat halt versucht, das Ganze zu überleben und irgendwie nochmal heil aus der Sache rauszukommen. Was leider nicht so ganz funktioniert hat. So. Genau, und da haben dann die Roboter die Fabrik niedergeballert. Oder niedergemacht. Ein Whisky wäre auch noch da. Schön. Ich glaube, das wäre es aber. Zigaretten brauchen wir gerade nicht. Naja, heilen könnten wir uns nochmal. Wahrscheinlich gleich nochmal einen Red X einschmeißen. Wohl noch geht das. Kommst du mit? Das ist schön. Du musst hier nicht so alleine rumlaufen. Dosen. Ja, ich glaube, da ist auch nichts Sinnvolles mit drin für mich. Was haben wir denn hier? Was zu essen? Das kann ich tatsächlich mal nutzen. Ja, und hier oben hat dann wohl irgendjemand geschlafen. Ach, der Menschenöffner. Wieder eine einzigartige Waffe, die, glaube ich, auch gar nicht so schlecht war. Derks Nahkampfwaffe im Spiel oder irgendwas war das ja, glaube ich. Reparieren wir gerade mal. Und setzen sie auf die 1. Hat halt den Vorteil, dass sie halt, dass man das halt gedrückt halten kann mit dem Angriff. Dass die dann das Ganze, dass die halt die Gegner so ein bisschen stunt. Nee, schlafen gerade nicht. Da nochmal irgendwas umgelegt. Das war kein besonderer Baseballschläger. Ah. Dafür war das gut. Ja. Oder das war halt wahrscheinlich, es kann sein, dass es hier einfach für die Vorarbeiter das war. Aber warum ist dann da das etwas bessere Bett drin? Ich glaube nicht, dass sich der Vorarbeiter mit den normalen Arbeitern irgendwie hier so einen Schlafraum teilt. Ich denke, der ist da dann doch etwas Besseres.
So, ihr könnt da mal weg. Bitte nicht zu viel da rumfressen. Ah, noch so ein Scheusal. Nummer 1. Oh, ich dachte, es wären mehr. Ich dachte, da wäre noch jemand hinten dran. Ah, Buffout, okay. Kann ich mir aber mitnehmen. So, genauso wie diese Haarklammer. Ich schaue mal noch kurz in dieses Terminal. Achso, das ist auch nur genau das gleiche wie vorher. Nun gut, wieder eine Folge rumgekriegt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.